Ja, hallo YouTube. Herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Forspoken. Im letzten Part, ja, haben wir gegen einen Drachen gekämpft. War sehr nett, war anstrengend. Ja, wir haben ihn nicht besiegt. Er ist verschwunden und hat uns hier fallen lassen. Jetzt bin ich mal gespannt. Oh, oh, hey. Hey! Hier drüben! Oh, wir haben es geschafft. Was passiert? Hä? Hä? Hey, was? Los, Monster! Hey, du Sack von wegen Monster! Das Monster spricht! Natürlich spreche ich und jetzt nimm deinen Stecken weg, du Troll! Geh! Okay, mache ich. Wo sind wir hier? Diese Stadt heißt Sipol. Warum kann ich die verstehen? Meiner Erfahrung nach haben die Sprachen verschiedener Dimensionen oft vieles gemeinsam. Okay, so genau will ich's gar nicht wissen. Ruhe! Weiter schurken! Das ist Schurke, was habe ich getan? Lass mich los, lass mich los! Na toll. Slate. Late. Und lädt. Warum lädt es denn so lange? Sachte. Ruhe. Ruhe. Wer bist du, Kind? Wer bist du? Du solltest dich hier besser im Zaum halten, Frey. Keine Sorge, ich bin total im Zaum. Du scheinst den Ernst der Lage zu verkennen, fürchte ich. Ich habe schon engere Kurven gekriegt, nur damit du es weißt. Also halt den Rand und überlass mir das Reden, klar? Seht ihr das? Sie spricht mit einem Unsichtbaren. Schmiedet sie Kabale mit Dämonen? Was? Nein! Und wer sagt schon Kabale? Ich hätte gern, dass du Ratsfrau Bellets Frage beantwortest, Kind. Mein Name ist Frey Holland. Ich weiß nicht, wie ich hergekommen bin. Ich bin erledigt, ich habe Hunger und ich will einfach nur nach Hause, Mann! So seltsame Kleider, woher kommt sie nur? Hell's Kitchen. Hört ihr? Sie ist des Teufels! Wie sonst hätte sie die Verderbnis überlebt? Bitte. Wie hast du die Verderbnis von Junoon unbeschadet durchqueren können? Unbeschadet, ja genau, Alter. Völlig klar, sie ist die Verderbnis in Menschengestalt. Wir müssen sie hinrichten, unverzüglich! Warte, was? Nein, das gibt's nicht. Ich weiß ja nicht mal, was passiert ist. Bitte, hört auf mich. Ich glaube, wir brauchen sie. Wer wünscht es, vor dem Rat zu sprechen? Verzeiht mir, ich bin Orden Keen. Orden Keen. Diese Frau hat die verdorbenen Lande unbeschadet durchquert. Wir könnten viel von ihr lernen. Wir haben ihr nur das Schwert vorgehalten. Vielleicht reichen wir ihr nun die Hand als Freunde. Wenn du dem Teufel die Hand reichst, wird er hineinbeißen und die Verderbnis wird in deinen Adern brennen. Wir müssen der Gefahr sofort begegnen. Hohe Ratsfrau Bellett, bitte! Sowohl Orden Keen als auch Ratsherr Janesh brachten gute Argumente vor. Der Rat ist sich uneins. Daher soll an diesem Tag kein Blut vergossen werden. Aber... lass dich warnen, Kind. Erweist du dich als Bedrohung, müssen wir dich eliminieren. Bringt sie in den Turm von Binoy! Bitte, Ratsfrau Bellett, das Urteil ist zu harsch! Die Sitzung ist vertagt. Sie hat uns nichts getan. Was? Turm von Benoit? Was ist denn das bitte? Vermutlich ein Gefängnis. Bitte! Was? Auf keinen Fall lasse ich mich wieder einsperren! Lass mich los! Lass mich los! Die Griffel weg, Arschloch! Nein! Oh je. Was? Warum konnte keine Verbindung zu Epic? Gestrandet.
Sehr schön. Abgeschlossen. In den Kaninchenbau. Alice im Wunderland. So. 100 EP bekommen. Sehr schön. Gestrandet. Neuer Archivantrag wurde hinzugefügt. Dein bisherigen Fortschritt speichern. Ja. Ja. Dann weiter. Schwarzer Bildschirm. Ja. Aufstehen. Steh auf. Hallo. Aufstehen. Steh auf. Steh auf, steh auf, steh auf! Hör zu. Ich steck in einem blöden Mittelalter-Knast fest und komm nie mehr nach Hause. Lass mich einfach in Frieden sterben. Wenn du das Zeitliche segnest, ende ich als bloße Grabbeigabe. Das ist nicht mein Problem. Halt einfach die Klappe. Weißt du was? Ich hab das alles nicht verbockt. Der ganze Mist ist deine Schuld. Ach, verrätst du mir, warum es meine Schuld ist? Halt endlich die Klappe! Bitte. Wie du meinst. Ich könnte ein bisschen Ruhe vertragen. Fantastisch. Ich will kein Wort mehr hören. Gefängnisausbruch. Oh Mann, hiergegen war es in Hell's Kitchen fast gemütlich. Ich bezweifle, dass du dahin durchschlüpfen kannst. Sag bloß. Shit, klar, abgeschlossen. Shit, das bringt doch nix! Hat der Pisskübel dir etwas getan? Nein. Weißt du was, du aber. Wegen dir kann ich nie mehr zurück nach... New York? New York. Ist nicht so schwer zu merken. Hm, schwerer zu merken als Armberge. Wenn ich mich recht entsinne, warst du nicht gerade frohen Mutes, als unsere Wege sich erstmals kreuzten. Ich verstehe nicht ganz, warum du unbedingt zurück willst. Weißt du was dann? Benutze ich eben Magie, um hier rauszukommen. Deine Fähigkeiten zur Schau zu stellen, ist keine gute Idee. Wieso? Die Leute wittern eh schon Kabale mit Dämonen. Aber für Ketzerei werden sie dich erhängen. Was, wie in Salem oder so? Ich habe keine Ahnung, was du meinst. So, wir haben es auf deine Art gemacht, jetzt eben auf meine. War ich das etwa? Schnell, zieh den an. Wer ist da? Ich werde dich befreien, aber nimm den Umhang und tu, was ich dir sage. Okay, erledigt. Du? Du warst vor Gericht auf meiner Seite. Warum tust du das? Weil ich dir glaube. Doch wir müssen los. Moment, und was ist mit den Wachen? Ich habe ihnen Gebäck mit einer Schlafmitteltinktur gegeben. Hätte ich dir gar nicht zugetraut. Na los, bevor sie aufwachen. Warte! Wohin gehen wir? Wo ist der Haken? Haken? Sie hat dich vor dem Rat verteidigt und momentan hast du ohnehin keine Wahl. Hast recht. Na schön, egal wo es hingeht, ich muss was futtern. Welch glückliche Fügung. Na aber, hallo. Hast du etwas gesagt? Was?
Nein, bitte nach dir. Okay. Unsere Helferin in Not. Die Invasorin. Und das ist auch wirklich okay? Ich meine, du kriegst doch sicher einen Haufen Ärger. Mach dir keine Sorgen. Und ich konnte nicht einfach dabei zusehen, wie sie dir Unrecht antaten. Da schlafen sie. Die den Prozess geleitet haben, wer war das? Du meinst den Rat von Sipol? Sie regieren unsere Stadt. Und sie legen jeden Streit bei. Gewaltenteilung ist echt nicht so euer Ding, was? Effizient. Wie du siehst, leidet das Land. Alles, was die Verderbnis berührt, zerbricht. Ja, das habe ich gemerkt. Ist echt abgefuckt da drin. Unwirtlich. Wohl wahr. Ethia ist fast verloren. Wo kommt der Bruchshit denn her? Ich erzähle es dir bald. Wir müssen weiter. Das würde mich aber auch mal interessieren. Der Name, den Frey dem verderbenbringenden Pesthauch gab, der den Großteil von Athia bedeckt. Niemand weiß, woher der Bruch stammt oder weshalb er so plötzlich erschien. Sicher ist nur, dass es sich um kein simples Wetterereignis handelt. Der Bruch kriecht schleichend über das Land und bricht alles in seinem Weg. Manche Veränderungen durch den Bruch sind auf den ersten Blick erkennbar, doch andere bleiben dem bloßen Auge verborgen. Okay. Wo genau führst du mich hin? Wir sind auf dem Weg in die Unterstadt. Die Unterstadt? Klar. Wieso warst du überhaupt im Gerichtssaal? Es war seit vielen Jahren niemand mehr von außerhalb in der Stadt. Alle hier sind neugierig, wer du bist. Kaum da und schon berüchtigt. Typisch. Also, nach diesem Bruch-Shit... Sagen wir einfach der Bruch. Nachdem der Bruch geschah, mussten alle aus ihren Dörfern fliehen. Sir Paul ist die letzte Bastion. Alter. Ich schlage vor, die Hauptstraßen zu meiden. Das ist etwas unauffälliger. Wir sollten die Hauptstraßen lieber meiden, um nicht erkannt zu werden. Das stimmt. Wow, schick, schick. Geile Nobelschuppen. Das sind die Häuser der Oberschicht. Ah ja, die Upper East Side. Wir sind im nördlichen Stadtteil. Schwärmt aus! Weit kann sie nicht sein! Scheinbar wurde deine Flucht bemerkt. Bleib in den Schatten und spute dich. Bleib in den Schatten. Gute Idee. Nimm dir ein Beispiel an ihr. Sie schätzt meine Ideen. Schnell, schnell. Nein, das sieht sie dann in der Ecke nicht. Nein. Wie immer.
drehte sich um. Okay. Nein, er guckt nicht. Der sieht nichts. Aber wo ist sie hin? Da. Nun bist du sicher. Ah, danke. Ich wohne hier in der Nähe. Komm, ich hab Essen. Das war nicht gerade ein überschwängliches Danke. Niemand hilft anderen, ohne was dafür zu wollen. Ich bin misstrauisch. Vertraust du mir? Du und ich, das ist wohl eher ein Zwangsbündnis. Ich könnte dich nicht loswerden, selbst wenn ich wollte. Sie hat ihr Leben riskiert, um dich aus dieser Zelle zu holen. Das hat sie. Und sie hat was zu futtern versprochen. Und du bist nicht neugierig, was sie will? Welch spannendes Rätsel. Was zu essen fände ich gerade spannender. Okay. Es sieht alles ein bisschen matschig aus. Ich habe auf hoch gestellt. Mehr kann ich nicht. Selbst in HD, habe ich bei jemandem gesehen, oder 4K, sieht es matschig aus. Ist also vielleicht nicht so extrem wie bei mir, aber es ist keine perfekte Grafik. Aber wiederum ist mir das auch ziemlich egal, weil hier geht es mir darum, das Spiel, die Geschichte. Also falls sich jemand wundert, auch auf hohe Auflösung sehen manchmal die Sachen sehr, sehr matschig aus. Ich habe bei jemandem reingeschaut, und ich spiele jetzt auf 1080 und der hatte auf 1440 und ein anderer auf 4K. Und ich fand, es sah zwar besser aus, aber hier an manchen Stellen auch noch. Ich bin Ordin Keen. Matschig. Tochter von Robian und Callista Keen. Oh, ich bin Frey Holland. Tochter von, was weiß ich wem. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ist okay. Schnee von gestern. Schwamm drüber. Lügnerin. Mein Vater war ein namhafter Kognoszent. Kokos was? Kognoszent. Ich verstehe sowieso nur Bahnhof. Gehopft wie gesprungen. Du bist seltsam, Frey. Kognoszenten sind hochrespektierte Gelehrte hier in Ethia. Und meine Mutter war Generalin. Puh, das sind mal große Fußstapfen. Moment, war? Ich war fast mein ganzes Leben lang allein. Ich weiß, wie das ist. Ich habe keine Eltern. Nur ein paar Pflegeeltern, aber das war nie von Dauer. Dann findest du bestimmt auch, dass wir die Arschkarte haben? Dass wir helfen müssen. Gehupft wie gesprungen. Hier wohne ich. Du lebst in der Bar? Darüber. Ich mag dich immer mehr. Also gibt's was zu futtern? Den hattest du die ganze Zeit? Ich wollte, dass du mit mir kommst, Frey Holland. Tochter von was weiß ich wem. Sag einfach Frey und wirklich smart. Tja, danke für den Ausbruch, Lady, und den Apfel, aber hier trennen sich unsere Wege. Bitte warte! Hilf mir bitte, meine Heimat zu retten. Ah, des Rätsels Lösung. Tja, ohne mich. Der Bogen aus Licht und dieses Rauschen. Sie brachten dich her, richtig? Du willst zurück nach Hause, oder? Vielleicht kann ich dir helfen. Ein Drink, dann hau ich ab, okay? Schick. Wie in so einer Mittelalter-Spelunke. Hey! Entschuldigung, war ein Versehen.
Her damit! Na los! Zweite Regel beim Klauen. Nie die Beute zurückgeben. Und die erste? Lass dich nicht kriegen. Was ist das überhaupt? Hier ist es wertloser Schrott. Wenn es nichts wert ist, warum kann ich es nicht haben? Netter Versuch, Zwerg. Zieh ab! Süß. Ein Krug feinsten Gerstensaft, guter Mann. Aber bei dem Spiel kommt es, glaube ich, nicht so auf die Grafik an, sondern auf die Performance. Oh, haut voll rein. Ihr macht keine halben Sachen. Okay, lass hören. Das Bierchen hält nicht lange. Mein Vater erforschte das Phänomen der sogenannten Toraner sehr ausführlich. Toraner? Der Tunnel aus Licht, durch den du kamst. Okay, stopp. Deine Schrift und Worten. Ich könnte sie dir zeigen. Und... Wusste ich's doch. Zum Ausgleich bringst du mir seine Aufzeichnungen über den Bruch. Sie sind... Auch im Bruch, hä? Du scheinst ja gegen ihn immun zu sein. Sieht so aus. Viele haben sich schon aus der Stadt gewagt, aber... Niemand kommt weit bevor... Bevor was? Du bist unsere einzige Hoffnung. Du bist anders. Okay, du kennst mich offenbar nicht. Ich weiß nicht. Komm, ich zeig's dir. Und danke. Ich hab nicht Ja gesagt. Tja, da war ein wichtiger Anruf, da musste ich dran, deswegen gab es so einen blöden Cut mittendrin. Zum Schatten. Passt dir das ab? Naja, möglich ist alles. Eine geringe Chance ist auch eine Chance. Ich will nicht zurück in diese Höllenlandschaft. Ach, du machst das schon. Schließlich bin ich ja bei dir. Wie tröstlich. Ja, es ist halt verwaschen. Ich kann es euch ja mal zeigen. Das sind meine Grafikeinstellungen. Modellspeicher. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Können wir mal kurz auf hoch machen. Bla bla. Dann bleibt da aber wieder. Also, fangen wir nochmal. Kaufst du dir das ab? Naja, möglich ist alles. Eine geringe Chance ist auch eine Chance. Ich will nicht zurück in diese Höllenlandschaft. Ach, du machst das schon. Schließlich bin ich ja bei dir. So. Wie tröstlich. Wie tröstlich, genau. Machen wir hier auch nochmal auf hoch. Und tiefer kann ich gar nicht gehen. Hier, ich kann nicht gehen, runtergehen. Weiß nicht, da kann ich nichts einstellen. Aber wir können ja mal auf hoch machen. Ladet er wieder. Fortsetzen. Jetzt haben wir natürlich jedes Mal dasselbe. Kaufst du dir das ab? Naja, möglich ist alles. Eine geringe Chance ist auch eine Chance. Ich will nicht zurück in diese Höllenlandschaft. Ach, du machst das schon. Es ist immer noch. Musik. Ich kann natürlich. Was macht das denn angepasst? Ah, dann kann ich hoch. Oh. Oh. Okay, Moment. Ich probiere das mal aus. Aber nein, das mache ich im nächsten Part. Ich ja
Wie tröstlich. Gehen jetzt noch mit ihr. Guck ich das mal an. Ob ich da noch ein paar Einstellungen ändern kann. Weil an manchen Stellen ist es wirklich sehr matschig. Wie das Bild zum Beispiel. Sind sie das? Deine Eltern? Ja, das wurde in einer Gilde der Kognoszenten gemalt. Vater war einer der Kognoszenten von Jenun. Er verlegte all seine Arbeit nach Prenost, kurz bevor der Bruch die Gilde in Jenun zerstörte. Seine Notizen sind in Prenost? Ja. Er brachte mich hierher, damit ich vor dem Bruch sicher bin. Aber bald danach zog es ihn zurück zu seiner Forschung. Das ist 20 Jahre her. Wir sahen uns nie wieder. Und inzwischen wurde das gesamte Umland vom Bruch verschlungen. Okay, ich würde sagen, ich mache hier mal einen Break. Ich guck mal wegen den Einstellungen. Und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Seht euch das an. Ja, oder es wird ein Day-One-Patch oder irgendwie ein Patch noch. Keine Ahnung. Aber wir werden sehen im nächsten Part, wie es ausschaut. Also, bis dahin. Adios.